Wo spielen wir denn am nächsten Tag, Hannes? Am 3.12.? Ich würde raten in Erfurt. Das ist richtig. Das gibt 100 Punkte für dich, Hannes. Gewerkschaftshaus, Dingskeller, Museumskeller, Gewerkschaftshaus. Oder heißt das nicht Haus der Gewerkschafter? Whatever. Wir haben da schon mal gespielt. Ja, wir haben da schon mal gespielt. Ihr wisst, haben da schon tausendmal gespielt. Die, die in Erfurt beheimatet sind, die wissen schon, wo wir da spielen. Haben wir denn da Bier da aus Erfurt? Das war nicht mein Job. Ich habe andere Biere besorgt. Irgendjemand hat, glaube ich, du ein Bier. Du hast also Biere besorgt? Ja, und du auch. Irgendjemand hat ein Bier aus Erfurt. Ich habe ein Bier besorgt aus Erfurt. Welches denn? Heimathafen. Mensch. Kannst du da irgendwas drüber erzählen? Heimathafen hat einen Braumeister oder den Brauer. Der hat einen sehr schönen Namen, Hannes. Ja? Ich glaube, der lässt sich auch betrunken noch gut aussprechen. Wie heißt er denn? Der heißt Jan Schlenstedt. Warte mal, wie heißt der? Wie heißt der? Jan Schlenstedt. Schlenstedt. Pass auf, Vito, du bist doch der einzige Nüchterne am Tisch. Kannst du es mal bitte wirklich? Wie heißt der wirklich? Schlenstedt. 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 Ja, das war auch mal der Braumeister als Jan Schlenstedt. Jan Schlenstedt. Ich kenne auch jemanden, der so heißt. Aber den würde ich gleich auf die Gästeliste packen. Weißt du, was der macht? Ja, ich das auch. Der macht meine Drumsticks. Drumsticks. Ich verstehe. Ja. Aus Zetemin, Bürger Schlenstedt. Ja. Ah, da. Tja, ja. Prost, Bürger. Auf dein Wohl. Danke für die guten Sticks. So, wir trinken also jetzt Erfurter Heimathafen, ne? Oh, okay, also es ist, ja. Gebraut nach dem originalen Erfurter Schlunz. Schlunz? Schlunz vom Jan Schlenstedt. Ja, Schlunz. Der Schlunz vom Jan Schlenstedt. Schlenstedt wäre mir unangenehm. Also, Rezept von 1824. Also ich habe festgestellt, ich mag helles Bier lieber. Du magst helles Bier? Ja, helles Bier. Also ich habe jetzt schon eine Weisheit aus diesem wunderbaren Unterricht gewonnen. Ja. Dieses JBO Hell. Das ist doch. Das heißt, du bist ein Exportbier. Das heißt, du bist ja gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Ja. Das wäre aber auch schlimm. Ja. Ich habe mal zur Abwechslung wieder was Ernstes zu sagen. Ja, was denn? Das finde ich echt gut. Das ist richtig lecker. Ja, richtig gutes Bier. Erfurt Heimathafen, richtig scheiße geiles Bier. Der schmeckt jetzt wie das andere. Ich muss ehrlich sagen, Bier schmeckt mir jetzt persönlich immer nicht. Ich finde Bier, der einzige Vorteil von Bier ist, man wird besoffen. Man wird prall. Man wird noch praller. Aber schmecken tut Bier einfach total beschissen. Es schmeckt einfach scheiße. Jedes Bier schmeckt einfach total Wir schämen scheiße. Uns für unseren Bassisten. Aber ich trinke es trotzdem gern, weil ich will ja gern prall. Wie war das? Da war ja fast die Hasenscheiße besser von vorhin. Ey. Du hast einfach keine Ahnung, Ralf. Deswegen ist er der Bassist. Faschisten wissen von nix. Faschist weiß nix. Können wir so eine Loserbank machen und eine Gewinnerbank und so irgendwie so? Ich bin dagegen, ja, Menschen einzuteilen in die Gewinner, die Bier von Bier Ahnung haben und gerne Bier trinken und die Loser. Ja, weil du selbst bei den Loser auf der Loser-Seite sitzt, ist ja logisch.